Die Wohnen und Interieur, die erfolgreichste und größte Messe in Österreich, wenn es ums Thema Wohnen geht, wird neu konzeptioniert. Sie ist nicht nur die Grande Dame der österreichischen Wohnmessen, sondern auch die, die am meisten Strahlkraft hat. Aber wie es im Leben so ist, über die Jahre verlieren manche Dinge ein bisschen an Strahlkraft. Und wir haben uns jetzt überlegt, wie kriegen wir die Strahlkraft auf die Messe zurück. Die Schwerpunkte liegen darin, sich um Kleinigkeiten zu kümmern. Zu schauen, was schaffe ich für den Besucher für eine Gefühlswelt, die ihn dazu bewegt, länger zu bleiben, mehr Stände zu besuchen und wie gesagt durch die ganze Messe durchzugehen. Eine Interieurmesse wie diese hier hat die große Chance, die Hochgefühle, nach denen die Menschen verrückt sind, noch stärker zu zelebrieren. Glory, ein Hochgefühl der Erhabenheit, wo es um die Wertigkeit von Designmöbeln geht. Joy, wo die Leute anfangen, lustig mit Möbeln zu spielen. Oder einen Hocker vielleicht in 10 unterschiedliche Weisen umbauen kannst und damit spielen kannst, wie mit einem Spielzeug für Erwachsene. All das ist eine große Chance und wir haben versucht, für die Wohnen und Interieur ein klares Konzept der Hochgefühle zu machen, sodass man sieht, das ist die eine Erlebniswelt, die eine Sinneswelt und das ist die andere. Die Vorteile für diese Cabana sind die, dass wir emotionsmäßig das Ganze jetzt angehen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass der Mensch wieder im Vordergrund steht. Wohnen ist was Emotionales. Jeder wohnt anders, jeder wohnt individuell. Und ich glaube, die Wohnen und Interieur ist mit 55.000 Quadratmetern ein Eldorado für jeden Geschmack und für jeden, der einfach wohnen muss, liebt, gern hat. Ja. Man kann nirgends so schön mit Emotionen spielen wie beim Wohnen. Also ich denke mal, Wohnen ist ja prädestiniert für das Thema. Also eine Marketingkampagne, eine Werbekampagne, um die Emotion, um die Sinne aufzubauen, ist genial. Da kann man nur gratulieren. Genial und schlüssig und logisch schlüssig, für jeden verständlich. Was heuer auch möglich ist, ist, dass die einzelnen Aussteller sich selber beteiligen. Das ist ein absolutes Novum. Bislang hat die Messe kommuniziert und gesagt, das bieten wir an, kommt's rein. Heuer gehen wir den Weg und sagen, wir bieten über den Live-Videokanal die Möglichkeit, individuell mitzumachen, sein eigenes Live-Video am selben Tag innerhalb von 24 Stunden von der Messe zu senden und zu wirklich den Besuchern zu zeigen, das tut sich bei uns auf der Messe, kommt's her. Im Jahr 2016 freue ich mich besonders auf mehr Kunden, weil ich glaube, dass die Kampagne für uns alle mehr Kunden bringen wird. Wir können mit der Größe, die wir haben und mit der Strahlkraft, die diese Messe hat, sehr viel mehr bewegen als jeder andere in Österreich. Und ich glaube, der Aussteller selbst wird sehr stark profitieren davon, dass wir nicht nur das Erlebnis generieren, sondern es auch auf der anderen Seite sehr stark kommunizieren. Und die LOWE GGK hat da eine großartige Kampagne auf die Beine gestellt, mit der wir sicherlich genau das Publikum auf die Messe holen werden, das sich unsere Aussteller wünschen.